willkommen zu einem neuen Opening hier auf Gate to the Games. Ich bin Exandrius und ich darf heute mit euch zusammen 4 Booster der neuen Booster-Serie von Force of Will öffnen. Kampf um Atraktia. So spricht man es hoffentlich aus, denke ich. Ich denke, niemand, der diesen Namen das erste Mal gelesen hat, wird ihn richtig ausgesprochen haben. 4. Set im Alice-Zyklus, somit das letzte. Das finde ich sehr schade. Ich habe den Alice-Zyklus sehr genossen. Ich fand, da waren sehr viele schöne Sachen drin. Das Spiel wurde wesentlich komplexer als im Grimm-Zyklus. Aber ohne jetzt viel darum zu reden, wir wollen schließlich hier die Booster öffnen und die Karten sehen. Öffnen wir, denke ich mal, das erste Booster in der Hoffnung auf eine Über-Rare. Nee, aber vielleicht sowas wie eine Stamp oder eine Super-Rare, das wäre schon ganz schön. Jetzt kommt natürlich die große Frage. Ich habe von dieser Booster-Serie tatsächlich noch keinen Booster selber geöffnet. Wie einfach ist dieses Booster zu öffnen? Jeder Force of Will Spieler weiß, die Force of Will Booster haben so ihre eigenen Macken, was das Öffnen angeht, und ich werde mich wahrscheinlich jetzt hier voll blamieren, aber wir versuchen es einfach. Na komm. Okay, ich versuch's mal hier über diesen Weg. Und das scheint... Ah, das scheint doch bei diesen Boostern zu funktionieren. Hallo, da sind die schönen Karten. Komm zu mir. Ups. Und da drehen wir um. Da haben wir jetzt als erstes, na komm Kamera, stell dich scharf, sehr schön, die Kaninchenfalle, das Feuerblut, Feenblumenextrakt, sehr viele Hasen in diesem Set, also die Kaninchen werden sehr groß geschrieben und generell alles mit Monden, Überlebende aus Sisay, Borgs, zurückgekehrte Abenteurer und... Als Holo haben wir den Schwarzmondstrahl, eine normale Rare, und kriegen wir noch was sehr Extravagantes. Ein Holo-Wasserstein. Ist das normal, dass man eine normale Holo und dann einen Wasserstein kriegt bei denen? Bei dem Booster früher war es doch entweder eins oder das andere. Und eine ganz normale Ankamen. Oh, und noch eine Ankamen. Fee der heiligen Eingebung. Die Feen fand ich auch immer sehr interessant. Ich hatte damals ein Feendeck, wo sie zuerst rausgekommen sind. Waren da aber leider, ich weiß nicht, irgendwas hat denen gefehlt, die konnten sehr stark zuschlagen, aber man musste halt erstmal das Feld aufbauen. Das war halt relativ kompliziert, meiner Meinung nach. Na komm. Irgendwie hat mir das früher besser gefallen, dass man die Booster noch richtig öffnen musste. Jetzt muss ich die hier hinten so aufreißen, was ziemlich ugly ist, meiner Meinung nach, aber egal. So. Was haben wir denn hier Schönes? Da haben wir einmal Beobachter der Magier, Bollwerk Baumeister, Priesterin des Lebens, das ist ein sehr schönes Artwork, erinnert mich sehr an die Rapunzel-Karte, eine meiner absoluten Favoritenkarten. Ich liebe ja generell die Lichtkarten, die sind ziemlich cool. Zusammenkunft der Feen, Feen kriegen ordentlich einen Boost in diesem Set. Erdgebundener Flügelmensch, Leginus Maschinenwerkstatt. Und unsere erste Super Rare, zwar keine Holo, aber Super Rare, Shion, Befreierin von Shangri-La. Ich mag das Wasserdeck damals, war auch ziemlich, oder was heißt damals, es ist ja noch in diesem Zyklus, ist ziemlich cool, dass man einfach jede Karte in seinem Deck sehen kann mit Shion als Herrscherin. Dann die Untotenfalle als Holo, Kamen. Dann Welt am Abgrund und verrottender Schwarzmonddrache. Ich will jetzt aber meine Holo, aber eine Super Rare war ja schon ziemlich cool. Aber ich hätte gerne noch eine Holo Super Rare. Das wäre zumindest so das, wofür wir gehen können. Oder, was natürlich auch Bombe wäre, was wirklich Bombe wäre, wäre eine Stamp-Karte. Stamp-Karte hatte ich auch noch nicht. Ich habe generell noch nicht viel aus diesem Set. Von daher, ich bin froh um jede Karte, die wir kriegen können. Und, oh, what the fuck? Nein, nein! Nicht dein Ernst! Wir haben scheiß Godpack bekommen, Leute! Wir haben Godpack bekommen! Ein Stamped fucking Godpack! Holy shit! Was? Was? Was passiert hier? Was geschieht hier? Holy shit! Ich bin gerade überfordert. Das ist ein verschissenes Godpack, was wir hier gezogen haben. Ihr habt es gesehen, ich habe das vor der Kamera geöffnet. Holy shit. Also ich glaube, wir haben ein langes Recap vor uns, auf jeden Fall. Gut, wir müssen die Karten durchgehen. Wir müssen die Karten durchgehen. So sind die Regeln bei einem Opening. Holy fuck. Das Ding glitzert. Boah, ich bin voll am Zittern.
einfach ein Godpack gezogen. Das ist mein zweites oder drittes Godpack, was ich in meinem Leben gezogen habe. Und ich habe schon echt viele Displays geöffnet. Zu viele, wenn ihr mich fragt. Okay, wir haben einmal das Memoria des betrübten Nekromanten. Dann Faria, auserwähltes Mädchen, eine Herrscherin. Umgedreht natürlich das Memoria der sieben Reiche. So wie, ich glaube, jeder Herrscher aus diesem Set hat das Memoria. Holy shit. Die sind also auf der Seite alle gleich, aber auf der anderen Seite unterscheiden die sich. Somit kann man den Gegner ein bisschen, oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall hier Faria, dann das Memoria von Faria, dann Melges, sein Memoria natürlich, alle in der höchsten Rarity-Stufe, natürlich. Dann Machina, mein absoluter Lieblingshate, wenn es ums Design geht. Ich finde den Typen so geil. Erinnert mich sehr an Griffin von Berserk. Vielleicht kennen den einige von euch. In doppelter Ausführung. Doppelt, stamped, läuft. Nehme ich gerne mit. Dann sein Memoria noch. Und natürlich noch ein Ala. Die sind alle auf der Seite gleich, deshalb zeige ich dir jetzt nicht die Herrscher. Und zusammen mit seinem Memoria. Ich würde sagen, das Opening hat sich schon ziemlich gelohnt. Ob da das nächste Booster hier kann nur noch mithalten, wenn es eine scheiße Überrare drin hat. What the? Oh, ich bin ein bisschen hin und weg. Bisschen sehr hin und weg. Damit habe ich nicht gerechnet bei nur vier Boostern. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Oh Gott, da ist schon wieder eine doppelte Karte. Aber ich glaube, das könnte eine Shift-Karte sein und kein Herrscher. Weil ich glaube, Herrscher brauchen wir nicht. Wir haben nämlich jetzt jeden aus dem Set. So, in vier Boostern seht ihr bekommt jeden Herrscher. Das ist normal. Erzürnte Ritterin, Glorias letzter Widerstand, Flammenfalle, Gleit des Feenkönigs, Schwarzmondschrei da noch in normal, weil wir haben die in Holo mit den ganzen Herrschern in Stamp, whatever. Noch ein Memoria, was wir auch in Holo gerade eben bekommen haben. Sehr schön. Und noch eine Holo Super Rare. Warum nicht? Kann man ja mitnehmen. Alice des Schattens. Auch mit einem super Artwork. Alle dunklen Alice Sachen sind sowieso absoluter Hammer. What the hell? Und Maschinenbolt irgendwas. Maschinen-Nervbolt. Wie ein neuer Tron aus Hearthstone. Und Kreis des Vertrauens. Ich würde sagen, ich sammle dann mal die Karten zusammen. Für ein ordentliches Recap. Das ein bisschen länger wird, als ich gedacht habe. Es tut mir leid. Ich hatte eigentlich mit 3 Karten oder so gedacht, die irgendwie vorzeigbar sind. Jetzt sind es wahrscheinlich 12 oder so. Ich werde die mal kurz zusammensuchen und dann sehen wir uns wieder. Falls ihr auch Booster kaufen wollt, die genauso cool sind, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zum Shop. So, ich habe jetzt mal alle Karten, die ich für ein Recap sinnvoll halte, zusammengesucht. Und es ist einfach so ein Stapel. Aus 4 Boostern. Ist klar. Verdammtes Godpack. Ich bin so hyped für den Scheiß. Ich bin so hyped. Also, wir haben einmal einen Wasserstein als Holo. Dann den Schwarzmondstrahl als Holo. Dann Super Rare Shion. Super Rare Alice in Holo. Sehr schön. Was schon ziemlich gut ist. Für 4 Booster ist das in Ordnung. 2 Super Rares, eine davon Holo. Ist völlig in Ordnung. Und jetzt geht's richtig los. Wir haben einmal jedes Memoria in Stamp. In Full Art Stamp. Es gibt ja mittlerweile 2 Stamp-Sachen, beziehungsweise 2 Holo-Sachen, soweit ich mich erinnere. Ich blicke da manchmal nicht ganz durch wegen Force of Will. Ich find die Schrift sehr schön, das haben sie geändert. Das ist auf jeden Fall neu mit der goldenen Schrift. Auf jeden Fall das Memoria des betrübten Nekromanten. Ja, so spricht man das aus und nicht anders. Lasst euch nichts anderes erzählen. Wir haben das Memoria des ersten Fluges. Auch sehr schön mit den Zeichen hier, das finde ich einfach wunderschön. Also, was Artworks angeht, kann Force of Will so schnell niemand was vormachen. Das Memoria des weltfremden Forschers. Ah, ich liebe diese Maschinen. Oh, wie die einfach sind, das ist wie bei Pokémon auch die Full-Art-Karten. Das ist einfach so schön und wir haben 10 davon in einem Pack bekommen. 10 Stück! Das ist krank, das gehört verboten. Memoria des rücksichtslosen Eroberers. So schön, wie das... Okay, ich höre auf. Ich lese einfach nur noch vor, ihr könnt es selber sehen. Memoria der pflichtbewussten Königin. Natürlich. Und jetzt kommen auch noch Herrscher. In Stamp. Fuller. Whatever. Da haben wir einmal Faria, auserwähltes Mädchen.
auf der Seite als Memoria der Sieben Reiche. Dann Melges, Eroberer der Flammen. Auf der anderen Seite ebenfalls ein Memoria der Sieben Reiche. Dann Arla, Wächter des Himmels. Auf der anderen Seite, wer hätte es gedacht, natürlich auch ein Memoria der Sieben Reiche. Und doppelt, weil er der coolste ist. Er ist wirklich der coolste. Er ist vielleicht nicht die beste Karte. Vielleicht ist er das nicht. Aber er ist auf jeden Fall der coolste. Zweimal den wunderschönen Machina, cleverer Forscher. Auf der Rückseite ebenfalls ein Memoria der Sieben Reiche. So schön. Oh mein Gott. Und das war's mit diesem Force of Will Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Openings mit mir sehen wollt auf diesem Kanal, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das Video liken würdet und das unten in die Kommentare schreiben würdet. Denn das unterstützt die Entscheidung, dass ich vielleicht weiterhin Booster für euch öffnen darf. Was scheinbar sehr gut ausging. Also ich will ja jetzt nichts sagen, aber ich habe gut vorgelegt. Und dann freue ich mich, euch wiederzusehen. Ciao!